Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Hat die andere Folge ein bisschen länger gemacht, als ich dachte, hätte ausgemacht. Na egal, macht nichts. So, wir machen weiter mit Mais. Mais und ja, mehr haben wir mal nicht, ne? Also wüsste ich jetzt nicht. Also gut, aber Kartoffeln weg, ne? Aber Bambi auch weg. Ja, wir machen Mais. Und wahrscheinlich, ich überlege, Körnermais machen. Wir haben noch 16:54 Uhr. Machen wir Körnermais. Ach, ich wollte ja, ach ja, wollte ich testen. Das ist mir auch ganz wichtig. Das Silo noch mal testen. Und schauen wir mal. Ich das mit Kursblech hinkriege. Schöner wäre es ja, ne? Zumindest mit einem Fahrzeug. Größten Hänger haben wir eigentlich. Was haben wir denn an Hängern? Größere, ne? Ladewagen. So, Strautmann, der hat 50 Kubik. 43, 53. Das sind alles Ladewagen, ne? Gut, zurück. Was gibt es noch für Typen? Forstmaschinen, Zollertechnik. Ballentechniker, Ballentechnik wird nicht sein. Ja, wenn das sowas geben würde, ne? Ja, Lohnzahl 0. Schiebeschilder. Ja, Schnee soll hier kommen, ne? Düngetechnik, Bahntechnik. Anhänger, mal gucken, was hier dabei ist. Da haben wir was in die Krone. 51, 54, ja. Der Bergmann hat 61. Das ist ob man den 61 mal testen? Einfach mal bieten. Das, ja. So. Breitreifen, da ist ein bisschen besser, ne? Wir werden immer mieten. Egal. Zurück. Fahren wir zum Händler und holen wir uns den Anhänger ab und den nehmen wir noch mit. Und parken den einmal bei den Händler ab. 61 ist schon deutlich mehr. 11 Kubik mehr, 11.000 Liter. Ob es Kubik sind, weiß ich hier nicht genau. Im LR17 gab es ja mal einen Mod, der das die Gewichte umgeschrieben hat. Oder beziehungsweise, wo man das entsprechend eingeben konnte. Dann hat man hier entsprechende andere Maßeinheiten gekriegt. Bekommt. Also im Prinzip ist ja so, wenn ich jetzt ja, wenn ich Stroh fahre, habe ich ganz anderes Gewicht, als wenn ich jetzt hier Korn fahre, zum Beispiel. Also ein Literzahl mag ja gleich sein von der Menge her, mengenmäßig, aber ich sag mal, aber die Menge ist doch eine andere. Und wenn ich jetzt einen Hänger voll Kartoffeln habe, ist es ganz anders, als wenn ich einen Hänger voller Getreide habe. Vom Gewicht her. Kilo oder Tonnen. Und das ist dann da ein bisschen sinnvoller, das Gewicht anzugeben. Oder zumindest dabei stehen würde. Das wäre schon nicht schlecht. Dann kann man sagen, okay. Ich fahre berghoch, aber mit dem Hänger nimmt es nichts. Ne? Wer hat denn hier die Laterne hingebaut? Ich wollte mal was gucken. Wo wir Händler sind, ne? Ich muss ja im Februar erneuern. Mein
Ja, schon ganz hoch. Eine Kampfcouch. Aber ich denke mal, das hier, das reicht aus. Gutsherren und so, das muss man nicht haben, ne? Da werden wir am Amazon bestellen, können wir es über Amazon-Link machen. Denk mal, da wird er auch was kriegen. Bisschen, ne? Denke mal, ist genauso gut wie jetzt eine Geldspende. Nun weiß ich nicht, was der Amazon auch noch nimmt, keine Ahnung. Was die da, Quatsch, hier, was die dafür nehmen, hier bei YouTube. Ob die auch was von haben, kann man von ausgehen. So, haben wir ein bisschen größeren Hänger, ne? Auch nicht schlecht. Bergmann ist auch ein Mod. Weiß nicht, ob es original so einen Hänger gibt, weiß ich nicht. Oh ja, ich bin schon wieder müde, das sieht so gar nicht. Ja, wir machen Körner Mais. Und selbst wenn, das war auch nicht reif. Jo, ich weiß nicht fürs für Körner Mais. Körner Mais muss länger stehen zum Trocknen. Hier in Österreich teilweise bis Oktober bleibt stehen. Teilweise. Einige machen es früher, wenn das Wetter passt, ne? Also wenn es da trocken ist. Und einige Jahre wird es gar nichts, ne? Damit es bei kleinen Flächen bleibt halt stehen, ne? Warum auch immer, ne? Alle haben diese Geräte nicht. Das sind ja oft hier Bauern im Nebenerwerb. Das heißt, im Grunde gehen sie normal arbeiten und machen zu Hause noch ein bisschen Landwirtschaft. Was halt so geht, ne? Mein bisschen eigener Chef, ne? Das muss man zusagen, muss man wissen. Ja, dauert so lange, bis der Punkt erreicht ist, wo er anfahren kann. Ne? Er könnte auch nach vorne rauswerfen, aber macht es nur nach hinten. Jedenfalls bei Anfahren jedenfalls. Folge Nummer, keine Ahnung. Der eine ist ja geschnitten. Muss ich schneiden, muss ich zusammenschneiden. Das darf ich nicht vergessen. Und da vergesse, dann ist eine Folge sehr kurz. 3 Minuten. Oder so. Aber denk mal, wir schon wegen. Das mache ich spätestens morgen früh. Also heute bestimmt nicht mehr, aber morgen früh garantiert. Hat sogar einen Berg drauf, ne? Ich meine, gut. Ob das immer so klappt, so hoch gestapelt, ne? Ob dann nicht die Hälfte runterfällt. Glaube nicht dran, ne? Das sieht so viel glatt aus. Und dann müssen wir dahin zur Einfahrt. Ich werde müde, gibt's doch gar nicht. Macht sie mir einfach die Arbeit den ganzen Tag. Aber gut, was soll's, ne? Geht ja nicht ohne, das ist ja leider so. Wir wollen hier gleich anmachen, das auskippt. Ja, das wird ganz gut. Jetzt hat er sich festgefahren. Wenn wir vorne ein bisschen aktivieren, ne? Das ist leider so. So, V. Zumindest ein Schieben.
So. Streng I. Sag doch. Streng Sag mal so. Streng I. Kipp aus, so. Wow, aufkippen. Ja, wir müssen eh ein bisschen aufsammeln, jetzt zum Schluss. Das ist halt so. Ich habe heute einen coolen Mod gesehen in der Vorstellung. Ein Traktor ohne Kabine. Den gibt es ja sogar wirklich. Ich habe den auch auf Video gesehen, mal von der Messe, von der Agritechna, von Case. Also ein Traktor komplett ohne Fahrerkabine. Funktioniert im Prinzip über Fernsteuerung, über ja, programmiertes Fahren. Das ist die Zukunft, ne? Ich meine, fürs Feld kann man es ja machen, ne? Ich meine, gut bei den großen Feldern, ne? Wenn bei den kleinen Feldern macht es ja keinen Sinn, in Anführungszeichen. Weil du musst den ja im Prinzip mit dem Radlader hinfahren. Im Grunde alles, auch die Geräte. Und das ist ja dann auch Kostenfrage, ne? Aber die andere Kostenfrage ist, dann hast du drei, vier Traktoren, dann fährst du hier auf die jeweiligen Felder und dann geht das los. Ne? Dann macht einer nur den Radlader und den Transporter und überwacht im Prinzip drei Felder oder vier meinetwegen und macht halt, die Arbeit für vier. Ne? Ja, theoretisch. Ist ja ein Prototyp, glaube ich, oder so. Entwicklung. Aber wenn das funktioniert, werden das irgendwann die großen na, Bauern, ja weniger die Agrarbetriebe, kann man sagen, so machen, dass die Prinzip die riesigen Felder vollautomatisch zumindest die einfachen Arbeit machen lassen, also wie umpflügen, kruppern, ja, die Aussaat. Das eine Prinzip nur noch alles macht mit mehreren Maschinen. Ne? Kommt das denn aus? So läuft das. Ja, immer mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Viele sogar für weniger im Prinzip. Ne? Also, es wird nicht besser. Jetzt wollen sie ja Plastiktüten verbieten. Ich halte das in dermaßen für einen Blödsinn. Und dabei werden die ganzen Getränke in Plastikflaschen verkauft. Also so eine Idiotie. Wenn ich da anfangen will, dann muss ich zuerst mal komplett überall das entsprechend ändern. Ne? Also zu meiner Zeit, als wo ich noch vor 20 Jahren oder vor 30, da gab es Mehrwegflaschen überwiegend in Glas. Ne? Also Plastik kam nach und nach auf, ne? Und jetzt ist die Preisfrage ist immer so, ne? Wenn ich jetzt eine Mehrwegflasche Glas muss jetzt zurück zum Abfüllen Prinzip, ne? Und ja, das heißt auf gut Deutsch, das muss dann auch gefahren werden. Und dann kann man nicht mehr so viele Werke haben, sondern nur noch mehrere kleine. Und da kommt die Rolle rückwärts, was wir schon mal hatten, Prinzip. Und da werden wir wieder die Cola, Bier und so alles in kleineren Einheiten überall produzieren. Ne? Aber das wird entsprechend eine Preisfrage. Ne? Und vor allem, was haben die investiert dafür, um das so machen zu können? Ne? Das kommt ja noch hinzu. So, bin da. Kannst weitermachen. Hier rechts. Ich fahre nicht durch die Frucht. Ja, fast voll. Aber 61.000 ist schon mal ein bisschen Erleichterung. Obwohl er ja vorne nicht mehr durchkommt. Ne? Jo, jo, jo. Ja, ich muss U gucken. Mein Timer ist nicht an.
OBS braucht hier 80% am Rechner. Ja. Wahrscheinlich habe ich ist die Auflösung so hoch. Wenn ich 2K gehen würde, würde es vielleicht ein bisschen besser werden. Oder weniger zumindest. So, ich muss vorne verteilen, sonst auch nichts. Sonst war nichts, sonst kommen wir nicht rüber. So, dichter ran. Vorne runter. Und dann nochmal anschalten, ne? Einen haben wir noch. Jetzt fahren wir mal leer rüber, also ohne abkippen. Müssen wir im Prinzip einmal die Runde fahren, damit das bisschen verteilt wird. Von der Mitte aus, ne? Nach außen. Schöne Excel gut. Muss ich mal sagen, bei Gelegenheit mal mitteilen, dass seine Wände undicht sind, dass sie beim Verteilen leider rausfliegen. So, mal runter ist das Ding und anschalten, ne? Anschalten, runtersetzen. An ist er. So, streng. E. Jo, gib Gas. Wir wollen noch nach Hause heute. Machen wir was vor. So, vorne hochheben. Nicht zu schnell fahren und geht alles raus. Ja, gut. Müssen wir einfach von alle Ende ranfahren, wäre vielleicht besser. Mal schauen, ich dann denke. Am meisten jetzt sage ich ja gerade und nächsten Augenblick vergessen. Was meldet der rechte Temperatur? Ja, knappe 60 Grad. Brauche ich keine Heizung. Sommer wird lustig, wenn es zu so heiß ist. Ich habe noch die Abendsonne hier. Man kann zwar nicht alles hinzumachen, aber trotzdem wird der Raum hier warm. Also, ja, da muss ich sehen. Wie das hinkriegen mit der Klimaanlage, ob die gut läuft. Grunde brauche ich eine, die leise ist, ne? Meine ist ein bisschen laut. Aber jetzt eine neue kaufen deswegen, das ist ja auch unser Ding, ne? Na, mal sehen, wie das im Sommer wird. Wenn es so heiß ist, kann man neue kaufen. Wenn es kalt wird, ne, braucht man keine. Die heutigen Meteorologen sagen ja schon heißen Sommer voraus, zumindest einen heißen, trockenen Frühjahr. Ich halte das persönlich für Quatsch, weil sie kriegen auch nicht mehr Wetter vorhergesagt, was die jetzt aktuell haben. Die nächsten 3 Tage ist zwar sicher, aber ab 5 und 6 können sie nicht sagen. Sie können nicht sagen, kommt ein Orkan oder kommt ein normales Tief oder kommt überhaupt ein bisschen Regen. Ne? Das ist für mich gesagt alles Humbug. Aber wenn einer behauptet, jetzt kommt ein Orkan, nächste Woche Dienstag, Mittwoch, dann lache ich drüber. Und Dinge entwickeln sich meistens kurzfristig und das kann man nicht vorhersagen. Nur Sensation. So, als im ersten Maisfeld haben wir fast geschafft, oder? Wahnsinn. Wenn man leicht verdichten und dann ja, zumachen. Nichts anfangen. Der Schluck auf, aber jetzt so viel gekocht, aber nicht alles gegessen, muss man zu sagen. Also, ich habe mir da jetzt wirklich gesagt, okay, Schluss. Ja, ich bin meine Augen sehen mehr als ich vertrage normalerweise. Deswegen bin ich auch so müde jetzt. Vollen Bauch ist immer nicht so gut. Wir müssen noch mal fahren, das sehe ich schon kommen.
Und dann müssen wir nächstes machen. So, wir haben was wir jetzt rum. So, die Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss um die Winkel. Wir machen gleich weiter mit hier und dem nächsten Feld. Ja, bis dann. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.